Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Lieblingsbunkerfamilie 60 Seconds. Und zwar haben wir letzte Mal natürlich wie immer verkackt. Ich klicke einfach mal wieder auf Apokalypse und wir fangen einfach noch von vorne an. Natürlich wieder mit kleinen Jungen. War glaube ich kleiner Junge. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder allzu lange dauert hier mit dem Ladebildschirm, denn das wäre ein bisschen traurig, aber verkraftbar. Oh, es geht tatsächlich schon los und wir können es gleich umgucken. Da ist ganz tolle Sachen, Verbandskasten. Schön, dass das alles so weich ist, über umrandet ist. Genau, umrandet. Dann kann man das nicht besser finden. Okay, oh, Entschuldigung, Pferd, das wollte ich nicht. Hier die Alte mit der Trompete, da können wir eigentlich gleich mal einsacken. Ich mache mich schon mal bereit. Und jetzt. Wir nehmen das mit und die Alte, die braucht nämlich drei Plätze im Inventar, weil die nämlich besonders ist. Den Alten hier nehmen wir natürlich mit, weil er einfach so da sitzt. Sonst würde ich den nicht mitnehmen. Oh, fuck. Wir sind tatsächlich schon voll. Das macht aber gar nichts, denn wir müssen noch hier rum. Und hier so ein bisschen Suppe, Suppe. Guck mal, selbst der Staubsauger nimmt nicht so viel Platz ein wie die irre Mary Jane. Die hat echt ziemlich krass volle, weiß nicht, Platzbelegungsskills. Die hat nicht jeder von uns. Hier ist auch gleich ein bisschen Waffi Waffi. Und hier ist auch gar nichts mehr. Scheiße, ich sollte nicht so wahllos rumrennen. Hier ist noch ein bisschen Suppe. Suppe hat uns ja das letzte Mal gefehlt. Wasser können wir auch noch eins mitnehmen. Und dann renne ich auch gleich mal wie ein Bekloppter wieder zum Bunker, denn wir haben nämlich wie immer gar keine Zeit. Genau 60 Seconds sagt das Spiel ja auch schon. Und die Musik regt mich dazu an, wie so ein Bekloppter zu reden. Was sogar wahrscheinlich funktioniert. Oh, 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 oh. Ah, das wird knapp. Oh je, ich glaube, das wird nichts. Wir haben zu wenig Suppe und zu wenig Wasser. Ups, ich glaube, ich habe den falschen Knopf gedrückt unten. Wahrscheinlich war es dann doch nicht der Lichtschalter, sondern irgendwie der Atombombenabwurfsknopf. Und wir sind im Bunker. Tag 1. Wir sind tatsächlich vollzählig und wir haben eine ganze Menge Suppe. Wasser ist da eher ein bisschen weniger am Start. Gasmaske. Ja, passt, ne? Was gibt's denn? Ja, wir haben im letzten Moment die Bunkertür geschlossen. Wie natürlich immer. Es ist immer im letzten Moment. Im Bunker waren sogar noch ein paar Sachen. Zum Glück Munition. Na, wäre natürlich blöd, wenn nicht, denn Gewehr haben wir ja. Zu fressen kriegen sie natürlich wie immer nichts am Anfang, das wäre nämlich total beschissen. Tag 2. Die sitzen immer noch da. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob die wirklich die ganze Zeit so da sitzen. Also so 24 Tage einfach so da sitzen, sich nicht bewegen. Der hier müsste eigentlich langsam so eine Genickstarre haben. Wir versuchen uns mit aller Kraft Ruhe zu bewahren. Dolores scheint okay, nichts Neues bei Timmy. Heute Morgen hat Ted keine neuen Probleme. Das freut mich natürlich auch sehr. Zu fressen kriegt er immer noch nichts. Und wir schicken natürlich wie immer einen raus, denn wir müssen raus. Was? Die Spinnen scheinen zu denken, dass der Bunker ihnen gehört. Das hatten wir schon mal. Ich lasse das einfach mal so. Ich glaube nicht, dass Spinnen jetzt so schlimm sind. Die können wir vielleicht später noch verputzen. Die sind ja eigentlich ganz eiweißhaltig. Also ich halte das jetzt nicht so für so schlimm. Wir haben gedacht, dass diese Spinnen durch den Einsatz von unseren bloßen Händen, Füßen oder anderen Körperteilen loswerden können. Leider haben wir unsere Chance unterschätzt. Die Spinnen sind verdammt schnell. Alles, was wir erreicht haben, war eine enorme Müdigkeit. Vielleicht werden wir das nächste Mal mehr Glück haben. Okay, hier braucht ein paar brauchen hier ein bisschen Wasser. Das können wir aber auch noch einen Tag verschieben. Wir müssen nämlich sparen. Achso, warte mal. Ich gebe Timmy hier mal volle Portionen. Denn den schicke ich jetzt nämlich einmal hinaus. Und der kann von mir so gerne was mitnehmen. Hier, die Gasmaske ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nicht, dass er noch irgendwelche Giftgase einatmet mit der Arme. Aber ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Wahrscheinlich ist an der Gasmaske einfach kein Filter. Das würde ich dem Typ mir sogar zutrauen. Der setzt ihm die Gasmaske ohne Filter auf. Allein schon Placebo-Effekt war das, glaube ich. Wenn du dran glaubst, dann ist es auch so. Mit einem Bein im Grab wäre. Ja, okay, ihr kriegt jetzt alle was zu trinken. Was zu essen gibt's erst morgen. Spielen wir doch nicht nur etwas für die Kinder. Ja, dann spielt doch was. Irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck. Sching, Schang, Schong. Schinge, Schange, Schongel. Könnt ihr gerne machen. Mich würde das jetzt nicht so stören. Aber die ist natürlich arrogant und guckt natürlich die Taschenlampe an. Weil die Taschenlampe hat nämlich rumgemacht mit ihrem Mann. Jetzt ist sie nämlich eifersüchtig darauf. Und die hat wahrscheinlich gesehen mit ihren Augen, ist wahrscheinlich dementsprechend verstört. Deswegen guckt sie auch auf diese Ecke hier. Oder sie will sie essen, das haben wir in einem anderen Teil ja schon festgestellt. Aber wir wollen natürlich nicht zu übermutig sein.
aufzuführen. Was? Wir haben angefangen, 10 aus unseren Lieblingsfilmen aufzuführen. Aus irgendeinem Grund haben wir nur diese Filme ausgewählt, die in den Humphrey Bogart gespielt hat. Keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Ich denke mal, es ist was ganz Tolles. Wir hoffen, dass es so bleibt. Ah, nicht, dass die Alte wieder wegläuft. Ich verteile mal ein bisschen Essen jetzt. Komm, das kann ich auch nicht so schaden. Das Klopfen an der Tür beruhigt uns immer etwas. Was? Haben wir einen Mann gesehen, der uns ein Kartenspiel... Nö, kein Kartenspiel braucht man nicht. Wir haben doch sogar Karten. Oder war das gerade andersrum gemeint? Dass wir Suppe kriegen, wenn wir ihnen Karten geben. Aber ich hätte die Karten sowieso nicht weggegeben. Vorbild für die Kinder ist im Moment wahrscheinlich sowieso nicht das Beste, denn wenn man im Bunker unter einer Erde sitzt, kann man den Kindern auch nicht so viele tolle Vorbilder liefern. Man könnte vielleicht Ampel spielen mit der Taschenlampe und dann sagen, nein, nein, du gehst nur bei Rot rüber. Aber wer weiß. Ted geht's gut, obwohl die Welt zum Teufel gegangen ist. Aha. Reserven gibt's nicht zu rationieren, das können sie alles so lassen. Und wir sind schon am nächsten Tag. Geht natürlich wieder, wie immer, Schlag auf Schlag. Tag 7. Und es ist jemand in den Bunker gekommen. Natürlich Timmy. Sieht ein bisschen traurig aus und der hat die Gasmaske kaputt gemacht. Natürlich Timmy. Ja, er ist aus dem Ödland wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Das freut mich natürlich sehr. Hast du was mitgebracht? Tatsächlich 2 Wasserflaschen. Aber er hat die Gasmaske kaputt gemacht, was tatsächlich alles kacke ist. Ihr kriegt erstmal was zu essen, was zu trinken. Und Timmy kriegt sogar was zu essen. Und wir schicken Mary Jane nach draußen. Die braucht sowieso keiner. Die frisst nämlich nur wie eine Bekloppte. Als hätten wir sie eigentlich füttern können. Aber, naja. Wir sind ans Telefon gegangen und konnten ein erleichtertes Aufatmen der Anrufer hören. Aha. Die Leitung war tot nach einem kurzen Informationsaustausch. Wir hoffen, sie rufen uns wieder an. Timmy sollte was zu essen, der kriegt jetzt aber nichts. Sie kriegt nämlich gar keiner einer was. Letztes Mal war das nämlich schon ziemlich knapp. Wir schicken gleich auch wieder Mary Jane nach draußen. Die hat ja eben schon ein bisschen erkundet draußen. Also du kannst das auch gleich nochmal machen. Meine Mary Jane ist ja im Normalfall multifunktionsfähig, denn sie ist eine Frau. Sie kann sich in ihren Schritt fassen und gleichzeitig blinzeln. Zwar nicht immer, aber ab und zu. Pass auf. Na komm schon, enttäusch mich nicht. Ah, siehste, alles perfekt. Multifunktionsfähig. Ja, keine Probleme, das ist sehr gut. Ich frage mich, dass sie nicht zu essen brauchen oder so. Ich gebe Mary Jane mal was, nicht, dass sie von draußen abhaut. Naja, wir haben ja keine Gasmaske mehr. Kann sie von mir aus auch mal die Karte mitnehmen? Ich gebe ihr mal die Karte, dann kann sie vielleicht irgendwie was aufspüren oder so. Das wäre natürlich ganz praktisch, aber ich glaube, die kann keine Karten lesen. So multifunktionsfähig, wie sie auch sein wird, kann sie keine Karten lesen, würde ich von ausgehen. Aber wer weiß. Ted ist ja durstig, Timmy sollte etwas essen. Ja, komm, ich rationiere die jetzt mal komplett durch. Baby Jane ist ja gerade nicht da. Ah, Mist, wir haben kein Radio. Und wir können damit scheinbar auch keine Verbindung zur Armee herstellen, was nicht gut ist. Obwohl es vielleicht auch besser, denn sonst würden vielleicht noch eine Verbindung mit den Roten herstellen und die kommen dann und werfen noch eine Atombombe, einfach weil die langweilig ist. Das ist so ein kleines Hobby von denen. So wie andere vielleicht angeln gehen, werfen die Atombomben, das ist halt schön. Ja, wir haben immer noch kein Radio, das hättest du aber eben schon begreifen müssen, Spiel. So, also manchmal könnte ich mir echt gegen den Kopf hauen. Tag 12. Mary Jane ist immer noch nicht da. Ein weiterer Tag ohne die neuesten Nachrichten wird uns nicht töten. Okay. Rationieren kriegt er immer noch nicht. Was hier? Wir wollten gerade schlafen gehen, als wir Klopfen an der Tür gehört haben. Wer könnte uns zu dieser späten Stunde noch von diesem Teil von der Einöde besuchen wollen? Geht die Explosion überlebt? Ich denke mal, es ist die Armee, deswegen mache ich einfach mal auf. Ich hoffe, es ist jetzt nichts Negatives, aber ich denke, davon brauchen wir auch nicht auszugehen. Wir haben die Tür geöffnet, aber niemand war da. Verfluchte Witzbolde. Die selbst nach dem Weltuntergang Witze machen. Aber willst du mich eigentlich verarschen gerade? Die haben gerade einen Klopfstreich gemacht. Das Zeitgefühl, doch wir haben nicht vergessen, dass Team heute Geburtstag hat. Wir sollten ihm ein schönes Geschenk machen. Ein Verbandskasten. Nein.
Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Der braucht nichts. Der wahrscheinlich hat er selber vergessen, dass er Geburtstag hat. Oh, Mary Jane ist wieder da und sie ist so ein halber Hulk, bloß ein Rot. Hungrig, krank und müde. Ja, dann leg ich doch hin, Mary Jane. Okay, wir haben wieder eine Karte, die hat sie mitgebracht. 2 Flaschen Wasser. Wie heißt denn das? Insektenspray, das ist ganz gut. Aber sonst keine Suppe, das stört mich natürlich ein bisschen. Ich gebe ihr auch mal den Verbandskasten, dann wird sie auch relativ schnell wieder gesund. Timmy schicken wir auch gleich wieder nach draußen. Was jetzt? Ja, mein Problem, unser Bunker nähert sich eine Gruppe von Menschen, die wir aber nicht, dann immer das Gewehr, wenn wir bedroht werden, dann halte ich einfach mal das Gewehr raus. Ich meine, wenn die nett sind, können die immer noch schreien, nein, nein, bitte nicht, aber wer war, ach du Scheiße. Gott. Ist das dein Ernst, Ted? Du hast das beschädigt. Wie kann man ein Gewehr so zerstören? Ein paar Schüsse reichten aus, um diese Angst haben zu vertreiben. Aber was ist passiert? Wenn das Gewehr klemmt. Er hat das Gewehr kaputt gemacht. Ich gebe ihm mal wieder die Karte mit einfach. Oder nee, ich gebe ihm mal die Taschenlampe mit, weil ich die sonst nie mitgebe. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Gewehr so zerstören kann. Wahrscheinlich hat er vorne einen Stöpsel reingesteckt und hat dann gefeuert, dass das irgendwie so einen Gegenschlag verursacht hat. Aber ich habe das Gefühl, der ist einfach nur strunzdoof, so. So ein bisschen in der Nase bohren. Timmy hat die Bunker verlassen, das ist natürlich sehr gut. Mary Jane ist während der letzten Expedition verletzt worden, doch hat sie uns darüber nichts erzählt. Und wir haben es nicht bemerkt. Ihr Wunde infiziert und ihr geht es ganz schlecht. Wir müssen ihr... Oh, dann hack ihr doch das Bein ab. Oh Gott. Sie hat doch den Verbandskasten gekriegt. Wieso hat sie denn jetzt eine Verletzung, wenn wir sie doch geheilt haben? Sie hat doch noch alles. Wir haben doch gar nichts abgehackt. Was? Ich kapiere es nicht. Mary Jane hat die Axt gesehen und hat sie... Und hat sie falsch verstanden und umgehen versucht, aus dem Bunker zu humpeln. Zum Glück war sie langsam und wir haben sie schnell erwischt und ihre Wunde mit Hilfe der Hexenklinge schnell desinfizieren können. Um zu verhindern, dass sie zu eitern beginnt. Achso, ich dachte, wir wollen ihr irgendwas abpacken. Oh. Die Axt können wir nicht mehr gebrauchen? Also wieso ist denn eine warme Axt auf Blut von Mary Jane zerstört? Das muss mir mal ein Physiker erklären. Ja, wir haben immer noch kein Radio. Wie oft willst du danach noch fragen? Tag 18? Warum liegt da eine leere Flasche Wasser? Naja, ich frag nicht. Wahrscheinlich das Urinbehältnis von morgen. Wenn wir die Katastrophenwarnung auf dem Laufenden sein wollen, müssen wir jetzt regelmäßig Radio hören. Was soll ich dazu sagen, wenn wir kein Radio haben? Leben für besser sein könnte, dass die Atome auf die Köpfe heruntergeworfen wurden. Jetzt denken wir, dass das Leben viel besser sein könnte. In gewissem Sinne hat sich nicht viel verändert. Naja, bis auf dass oben alles radioaktiv verstrahlt ist und man nicht mehr an die frische Luft gehen kann und man würde sterben. Und ist ja nur das, ne? Das sind ja nur kleine Nebeneffekte. Nichts Besonderes soweit, da können wir eigentlich auch gleich weiterblättern. Es ist schwer, sich in solcher Situation ruhig zu bleiben. Hoffentlich geht dieses ganze Chaos schnell zu Ende, weil sonst wir an einem erheblich schlechteren Ort enden könnten als unser gemütlicher Bunker. Ja, ich glaube nicht, dass so eine Atomexplosion so mal einfach schnell vorbeigeht. Sie ist wieder da. Sie hat die Taschenlampe kaputt gemacht. Ich könnte sie einfach so schlagen manchmal. Ich könnte sie einfach so schlagen. Ja, zum Glück ist sie nicht krank. Ah, sie hat einen Koffer dabei. Oder halt mitgebracht. Dieses Leben unter Erde bewirkt, dass ein Mensch wirklich trübsinnig wird. Ja, das glaube ich sogar gerne. Ich lese es jetzt nicht alles vor. 4 Dosen Suppe. Alter, und eine Flasche Wasser. Das ist richtig gut. So überleben wir ein bisschen länger. Und ein Koffer. Das Treffen und Taschenlampe ist der Expedition in einen unangenehmen Zustand zurückgekommen. Okay, das ist gar nicht so schlecht, was sie mitgebracht hat. Deswegen kriegst du auch mal volle Ration. 4 Dosen Suppe sind super. Heute haben wir einen Brief, wie es scheint, gefunden. Sie behaupten, dass sie uns kein Leid zufügen wollen und uns gerne kennenlernen wollen. Eigentlich ist das wahrscheinlich eine schlechte Idee, aber schick einfach mal die Alte draußen, den Staubsauger. Notfalls saugt die halt einfach alle auf, so wie Kirby war das, glaube. Ja, so. Also ich kann das jetzt schlecht nachmachen, ja.
Aber sie saugt einfach auf. Es stimmt alles. Es gibt noch immer in diesem Ödland Menschen wie wir. Ich staune, dass sie uns nicht umgebracht haben. Das wundert mich tatsächlich ein bisschen sehr. Jetzt sieht es aus, als ob er mit einem Bein im Grab wäre. Das wussten wir schon, tatsächlich. Ich gebe mal eine Runde aus. Du nicht. Du hast gerade. Und nach draußen soll morgen auch wieder jemand gehen. Am besten wieder mal wie Jane oder so. Schlaf holen, seitdem wir in den Bunker gekommen sind. Aber das war noch nie so schlimm wie jetzt. Ja, tut mir leid, wir können ja keinen Arztkoffer geben, da wir auch keinen Arztkoffer haben. Wie du eventuell bemerkt hast, weil keiner an der Wand hängt. Timmy? Timmy, du bist ein bisschen wahnsinnig und ausgehungert. Oh mein Gott. Wollte auf den Teddy her, dass ich ihm aus dem antrophogischen Gesäß rausgezogen. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Timmy hat einen Dachschaden, deswegen hat er auch die Suppe auf, damit es da nicht reinregnet. Ich gebe einfach mal allen jetzt, was soll's, ich gebe denen aber kein Wasser, sondern nur Essen. Nach draußen gehst bitte du und du nimmst einmal... Den Koffer kriegt sie nicht, sie nimmt mal die Karte mit. Ach Gott, ich... Ach so, man kann noch zurück, das wusste ich nicht, Entschuldigung. Tag 23. Ja, jetzt ist hier wieder so leer, wenn die Karte weg ist. Das gefällt mir gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den wieder hungrig, krank, wahnsinnig müde. Ja. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Team sollte etwas essen. Timmy fühlt sich krank. Ja, Timmy, hier, dann friss halt. Ach, wir haben kein Arztpaket. Nein, das ist kacke. Wir haben genug Suppe, dann können wir Timmy auch mal ein bisschen füttern. Den wird das sicherlich nicht schlecht tun, so wie der Moment aussieht. Nicht husten, du verbreitest die Krankheit nur an deine Schwester, Mann, Timmy. Du musst auch... Flüssigkeitsverlust. Ja, ich frage gar nicht, wo der Flüssigkeitsverlust gerade rausfließt. Das will wahrscheinlich keiner wissen. Hier kriegt keiner was. Das will ich nämlich im Moment nicht. Wir klicken gleich weiter bis zum Tag 25. Ist ja mittlerweile eine runde Zahl, du. Da können wir auch teilen durch. Alter, Flüssigkeitsverlust, hungrig, krank, wahnsinnig müde, erschöpft. Geht's noch? Ja, ihr kriegt jetzt wieder alles. Ihr kriegt alles hier. Wir brauchen Medikamente und andere medizinische Mittel. Das, was wir da haben, ist ein schlechter Scherz. Okay. Wir können es ja mal probieren, aus Insektenspray Medikamente herzustellen. Ich bezweifle, dass das funktioniert, aber ein Versuch ist es wert. Und die Alte ist wieder da und sie ist krank. Es sind alle krank. Außer Mary Jane. Okay, wir haben einen Arztkoffer, das heißt, wir können einen damit verarzten. Zwei Flaschen Wasser, eine Karte weniger, na, herzlichen Glückwunsch. Wem soll ich jetzt das Paket geben? Ich glaube, er ist eh wahnsinnig, das bringt gar nichts, ja, wenn wir ihm das Paket geben. Das bringt ihm nichts, er ist sowieso schon tot praktisch. Mary Jane ist nur müde, er ist krank und sie ist krank und hungrig. Das heißt, ich gebe es einfach mal Ted. Heißt der Ted? Ja, der heißt... Nein, nein! Der heißt Ted. Ich mache das einfach mal, denn ich denke, er hat immer noch die besten Überlebenschancen von allen. Außerdem würde ich ihn morgen gerne raus, schicken. Die wollen natürlich nach draußen gehen, haben da wieder tierische Augen entdeckt, die da irgendwo aufblitzen im Dunkeln. Die lassen wir da einfach mal aufblitzen, die stören da keinen. Und Ted ist zum Glück wieder gesund, so wie es aussieht. Das freut mich natürlich sehr. Ted hat sich von seiner Krankheit erholt, das ist auch sehr schön. Ich gebe jetzt einfach mal allen was zu futtern. Und was zu trinken, dass sich hier auch wirklich alle ein bisschen erholen. Ted schicke ich diesmal raus mit gar nichts einfach. Wir haben nichts aus ihm geben können. Und hoffentlich findet er wenigstens irgendwas, was uns auch nur ansatzweise weiterhilft. Okay, Ted soll bald wieder zurückkehren. Ja, da bin ich derselben Meinung. Und hier ist etwas. Etwas Unerwartetes hat eine Gruppe in grüne Schlafanzug gekleidet und an unsere Tür geklopft. Grüne Schlafanzüge, sind das vielleicht Seuchenschutzexperten? Das wäre echt extrem praktisch, weil Seuchenschutz im nuklearen Fallout ist eigentlich gar nicht so schlecht im Normalfall. Die würden uns nämlich sogar helfen eigentlich. Oh, wir haben Radio bekommen. Diese fröhlichen Gefährten waren auch nicht höflich. Sie haben bemerkt, dass wir kein Radio hatten, also haben sie uns eins gegeben. Das ist nicht schlecht. Die erste Reaktion war, die Schuld auf die Kommunisten abzuwälzen. Dass Timmy der Schuldige ist, offensichtlich hat er eine komplette
kriegt keiner was, weil Timmy jetzt was gefressen hat. Das ist eine Kollektivstrafe. Okay, wir sind jetzt bei Tag 30 und dadurch, dass wir bei Tag 30 sind, würde ich schon fast sagen, diese Folge wäre damit nämlich auch schon beendet. Wir sind nämlich genau bei einem Monat jetzt und das wäre ja langweilig, wenn wir jetzt weitermachen. Also kommt die nächste Folge dann übermorgen zu 60 Seconds, dem Lieblings-Bunkerspiel. Naja, Lieblings ist so eine Paradesache, kann man sehen, wie man will. Okay, ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, wenn man bis jetzt zugeguckt hat. Und ich hoffe, dass du bei den nächsten Folgen natürlich auch wieder dabei bist. Und jetzt verabschiede ich mich natürlich mit einem kleinen Tü-lü-tü. Bis zum nächsten Mal.